Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's Kathi, die Athletiktrainerin vom SC Fair. Ich habe wieder Yannick und Sven dabei. Heute mit einem neuen Workout. Was ihr braucht? Einen Stuhl. Und das war's schon. Einfach alles nachmachen und dann könnt ihr nichts verkehrt machen. Ich starte den Timer, ihr könnt schon mal vorne auf die Matte kommen. Unsere erste Übung, Ausfallschritt, ein Fuß hinten auf den Stuhl, der andere steht vorne. Und alles weitere erkläre ich gleich. Start in 3, 2, 1, auf geht's. Hände in die Hüfte ruhig und dann mein Tempo langsam. Oberkörper aufrecht, das sind 40 Sekunden. Überpaced jetzt nicht, das wird schwer gleich. Ganz entspannt. Das vordere Knie geht nicht über die Fußspitze. Wir gehen gerade nach unten. Schulter nach hinten, Brust raus. Und einatmen, aus. Sehr gut. Noch 15 Sekunden. Stark, die letzten 9. Drei, zwei, eins und wechsel. Andere Seite und direkt anfangen. Komm, mein Tempo wieder. Schulter nach hinten. Rücken gerade, hinteres Knie geht zum Boden runter. Genau, hier drauf achten, dass ihr euch nicht nach vorne schiebt, sondern gerade nach unten geht. Mit dem Oberkörper hinten bleiben. Ja, super. Dann wieder langsam tief und ab. Sehr gut, noch 10 Sekunden, dann haben wir es hier schon. 4, 3, 2, 1. Wir gehen sofort in die Dip-Position. Brust raus, Schulter nach hinten und auf geht's. Tief und ab. Die Schwierigkeit könnt ihr so variieren, wenn die Beine gestreckt sind, ist das Ganze schwieriger. Habt ihr die Füße näher zu euch dran, ist das Ganze schwieriger. Schultern tief, die Ellbogen werden nach hinten gedrückt. Und das dürft ihr dann hier oben im Arm merken. Noch 20 Sekunden. Sehr gut. 15. Bauchnabel einziehen. Noch 5, 3, 2, 1. Wir stellen den Stuhl einmal um. Legen uns dann auf den Rücken, stellen die Füße auf. Fußspitzen anziehen, Arme sind rechts und links neben dem Körper. Und auf geht's. Drücken uns hoch und langsam wieder tief. Habt die Beine nicht zu sehr gestreckt, rutscht tendenziell eher etwas näher zu euch an den Stuhl ran. Wenn nach oben geht, Po anspannen. Ja, Sven kann ruhig noch ein bisschen näher, Yannick auch, ruhig ein bisschen näher an den Stuhl rutschen. Und nach oben schön den Po anspannen und ausatmen. Super, noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins, absetzen, Fußspitzen anziehen, Arme sind lang und von hier immer an den Stuhl. Auch hier 40 Sekunden, komm, schön auf den Bauch, ohne Schwung. Stark, komm, 15 Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Pause. Atmen durch. Komm. Kommt schon mal langsam hoch. Wir bereiten Runde 2 vor. Alles gut, Runde 2 geht noch, hä? Sehr gut. Dann stellen wir uns wieder nach vorne. Rechtes Bein hinten auf den Stuhl, linkes Bein steht vorne, Hände in die Hüfte, starte 3, 2, 1 und kommt, auf geht's. Gerade nach unten und hoch, schön langsam, mein Tempo,
Super. Es sind noch 15 Sekunden. Zieht's durch jetzt, komm. Es hört keiner mehr auf jetzt. Alle zusammen machen wir das. Letzten 5, 4, 3, 2, 1, Wechsel. Und direkt loslegen, komm. Stark. Denk dran, das Knie nicht nach vorne schieben, gerade runtergehen. Oberkörper aufrecht, Schultern tief, Bauch anspannen. Sekunden. Sehr gut. Letzten 8. 4, 3, 2, 1. Dips. Und auf geht's. Ja. Ellbogen nach hinten, Brust raus, Schultern tief. Schön aus den Armen drücken. Dem Oberkörper eng am Stuhl nach unten gehen, nicht nach vorne drücken. Noch 15. Letzten 8. 4, 3, 2, 1. Wir bauen das Ganze einmal um. Legen uns wieder auf den Rücken. Rutschen mit dem Po nah zum Stuhl. Drei, zwei, eins. Auf geht's. Den Po anspannen, wenn ihr oben seid. Ausatmen beim nach oben drücken. In meinem Tempo, nicht zu schnell. Ganz in Ruhe. Ich dürfte den Po und den Oberschenkel Rückseite merken. Letzten 3, 2, 1. Füße abstellen, Fußspitzen anziehen und mit den Händen zum Stuhl. Auf geht's. Kinn von der Brust weg, Blick nach vorne. Sehr gut, Hälfte haben wir. Komm, 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 ein bisschen noch. 10. Und die letzten 4, 3, 2, 1 und geschafft. Sehr gut. Das waren 2 Runden, die wir vorgegeben haben. Natürlich könnt ihr auch Runde 3 oder Runde 4 noch hinterherziehen. Aber von uns war es das. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.